Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Hand in Hand. In den letzten Wochen habe ich mich intensiv beschäftigt mit den Skandalen dort im IHOP in Kansas City, internationales Haus des Gebetes, und darüber hinaus dann mit anderen Vorkommnissen, anderen Skandalen bei Hillsong, Ravi Zacharias, Thomas Dalton und John MacArthur und ja, verschiedenen anderen Diensten. Und darüber möchte ich jetzt ein Video machen, weil ich da Dinge auf dem Herzen habe. Und um das gleich vorweg zu sagen, hier geht es jetzt nicht darum, Details auszubreiten über diesen Skandal da im IHOP, sondern ich habe ein ganz anderes Anliegen. Mir geht es darum, wie sieht die Antwort Gottes aus und was können wir tun, damit in Zukunft solche schrecklichen Dinge einfach vermieden werden können. Um das soll es gehen. Okay, also dann bleibt dabei. Ich beginne mit einer Passage von Paulus, wo er seinen Dienst beschreibt, das wichtigste Anliegen seines Dienstes und auch das, was das wichtigste Anliegen des Herrn ist. 2. Korinther Kapitel 11, dort lese ich: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also hier sehen wir, worum es geht. Es geht dem Herrn darum, seinem Sohn eine Braut zu geben, eine makellose Braut, die seiner wirklich würdig ist. Deswegen wird sie hier genannt eine keusche Jungfrau, was eine interessante Formulierung ist, weil per Definition ist eine Jungfrau ja immer keusch. Aber da sehen wir diese starke Betonung hier, dieser Treue, dieser Hingabe, dieser Echtheit gegenüber Christus, dem Bräutigam. Im Alten Testament wird das abtrünnige Israel oft verglichen mit einer Hure, weil sie anderen Göttern nachhurt und andere an die erste Stelle setzt. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er ist der Herr, unser Gott, und er will nicht, dass wir andere Götter haben neben ihm. So deswegen dieser Begriff Hurerei oder Israel als Hure. Und dasselbe finden wir dann im Neuen Testament. Und hier sehen wir, also statt Hure, Gott will eine keusche Jungfrau haben für seinen Sohn als Lohn für seine Leiden. Das ist das Anliegen Gottes und das ist das Anliegen von Paulus und das ist das Anliegen von einem jeden echten, wahrhaftigen Dienst. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie groß sind, sondern es geht darum, dass der Herr diese reine Gemeinde bekommt. Und Gott ist dabei in einem Prozess, diese Gemeinde vorzubereiten und zu reinigen. Und im nächsten Vers sehen wir dann, dass auch der Teufel dieses Ziel kennt und das natürlich total ablehnt und zu verhindern sucht. Und deswegen sein Angriff auf die Gemeinde, auf den einzelnen Christen betrifft genau dieses, diese Haltung der Braut, diese Gesinnung der ersten Liebe. Ich lese einmal weiter hier in Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das ist die Strategie des Teufels. Darauf zielt er ab, uns herauszubringen aus dieser Haltung, dieser Brautgesinnung, dieser Haltung der Einfalt gegenüber Christus. Und dieses Wort mag im Deutschen jetzt nicht mehr so viel Bedeutung haben, aber wenn wir nachschauen, was das im Griechischen heißt, dann macht uns das sehr viel Sinn und dann verstehen wir, worum es Gott geht. Dieses Wort Einfalt gegenüber Christus bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das ist die Gesinnung der Braut. Und damit bekommt sie die volle Gemeinschaft mit dem Herrn und dadurch bekommt sie den vollen Segen. Und das ist, was der Teufel versucht zu verhindern. Und darum ist seine Attacke auf unsere Gesinnung, auf unsere Herzenshaltung gegenüber Christus. Das ist, was wir verstehen müssen. Paulus sagt, uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Und viele Christen scheinen darauf nicht viel Wert zu legen oder Betonung zu legen. Und das, was für Gott so wichtig ist, wenn er sagt,
mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Das ist Sprüche 4, 23. Das scheint vielen Christen nicht, oder sagen wir besser, noch nicht wirklich im Fokus zu sein und nicht das Wichtigste zu sein. Aber der Herr wirkt und er bereitet die Braut vor. Und ich denke auch, dass solche Skandale, wie das jetzt im IHOP war und in anderen Diensten in der letzten Vergangenheit, die sind ein Zeichen dafür, dass Gott einfach kommt und sein Licht scheinen lässt und die Braut einfach überführt und uns bewusst macht, worum es ihm wirklich geht. Das Gericht fängt an im Hause Gottes. Und das sehen wir jetzt gerade bei diesen jüngsten Ereignissen. So, lass uns verstehen, wie wir mit Gott kooperieren können und worum es geht. Und wie in Zukunft solche Katastrophen, die so viel Schande auf den Namen des Herrn bringen, die so viele Leute ins Schleudern bringen und ins Zweifeln bringen, in Bezug auf das Evangelium, wie diese Dinge verhindert werden können. Um das geht es mir hier in diesem Video. Also der Teufel zielt ab auf die Gesinnung der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit, der Geradheit gegenüber Christus. Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit, das ist ein anderes Wort für die Furcht des Herrn. Dieses Wort Einfalt kommt noch einmal vor in Kolosser Kapitel 3, Vers 22. Unsere Art und Weise, wie wir arbeiten sollen, wie wir umgehen sollen mit anderen Menschen, auch gerade auf der Arbeit. Und da wird also Augendienerei, Menschengefälligkeit als Gegenpart gesehen zu eben dieser Einfalt des Herzens. Und das ist diese Haltung der Furcht des Herrn. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Wahrheit, der ist absolut klar und eindeutig und wahrhaftig und gerade. Da sind keine verborgenen falschen Motive, sondern das, was er sagt, ist das, was in seinem Herzen ist. Und wir als seine Nachahmer sollen genau in diesen Lebensstil hineinkommen, der Wahrhaftigkeit. Das war ja das große Problem, das Jesus hatte mit den Pharisäern, wo eine große Betonung auf das Äußerliche, auf das gläubige Verhalten und Gottesdienste und so weiter. Die äußere Form war wichtig. Und Jesus wirft ihnen vor, ja, darum kümmert ihr euch und da bemüht ihr euch, alles schön zu machen, weil es euch darum geht, vor den Leuten gerecht zu erscheinen. Aber innen drinne sieht es ganz anders aus. Und das ist eben, was ihm missfällt und das ist, was sein Konflikt war. Wir lesen mal hier in Matthäus 23, das ist eine ganze Passage, ein Kapitel, wo es um die Pharisäer und die Schriftgelehrten geht. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und ihr habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das sind die Dinge, um die es Gott wirklich geht. Das Recht. Gott ist ein Gott des Rechts. Er liebt Gerechtigkeit und er hasst Gesetzlosigkeit. Hebräer 1, Vers 9, das wird von Jesus gesagt. Und natürlich dieselbe Gesinnung ist auch im Vater und ist auch im Heiligen Geist. Gott liebt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ihm so, so wichtig und das ist der Grund, warum Jesus wiederkommt und er schafft eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und seine Herrschaft natürlich zuallererst, bevor es auf den ganzen Globus sich ausweitet, seine Herrschaft muss etabliert sein in der Gemeinde. Und deswegen muss die Gemeinde diesen Gott kennenlernen, der Recht und Gerechtigkeit liebt. Lesen wir weiter hier bei den Anklagen gegen die Pharisäer. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt, weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und unenthaltsam.
Das war das Problem, das Jesus hatte mit der Pharisäer, mit den Pharisäern. Und das ist das Problem, das Jesus hat und das der Vater hat und das der Heilige Geist hat mit der Gemeinde heute. Es geht um absolute Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit gegenüber Gott. Alles andere ist nicht so wichtig. Da können die perfekten Gottesdienste sein. Wenn das nicht da ist, wenn dieses Herz nicht da ist, dieses Streben nach Echtheit, diese Wahrhaftigkeit, dann nützt das alles nichts. Gott sucht solche, Jesus sagt es, Gott sucht solche, der Vater sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbetung, möge sie noch so kunstvoll sein und so gut dargebracht sein, ohne diese Wahrhaftigkeit, ohne diese Liebe zur Wahrheit, ist Gott ein Greuel. Das sehen wir schon im Alten Testament. Da sehen wir Israel, wunderbare, schöne Gottesdienste, aber das Innere, das stimmt einfach nicht. Und Gott macht ihnen Vorwürfe. Und er sagt, Amos 5, Vers 10, sie hassen den, der im Tora Recht spricht, und den, der unsträflich redet, verabscheuen sie. Vers 12, sie bedrängen den Gerechten, nehmen Bestechungsgeld an und drängen im Tor den Armen zur Seite. So, hier sehen wir, die Gottesdienste waren wunderbar, aber es fehlte diese innere Haltung, dieses Streben, dieser Eifer nach der Wahrheit, nach Gottes Gerechtigkeit. Und deswegen sagt der Herr dann auch, ich hasse, ich verwerfe eure Versammlungen. Das ist die Passage, die direkt danach kommt, auch bei Amos Kapitel 5, Vers 24 bis 21 bis 24. Und die Überschrift darüber in der Elberfelder Bibel zum Beispiel, die ja nicht inspiriert ist, aber die eingeführt ist, um das Kapitel zu unterteilen, da heißt es, Gottesdienst ist wertlos, wenn ihm das Leben widerspricht. Was für eine treffende Überschrift. Aber wenn wir den Text sehen, dann eigentlich geht es noch weiter, es ist noch krasser. Der Herr sagt, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr über Brandopfer opfert, missfallen sie mir und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen. Das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Luther ist noch krasser. Tu mir weg das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Und noch einmal hier bei Amos. Aber das Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Also hier sehen wir, das Äußerliche ist nicht das Entscheidende, sondern das Innere, das Herz, die Gesinnung, die Einstellung und der Eifer für Recht und für Gerechtigkeit. Das ist, worum es Gott geht und darum soll es uns auch gehen. Und es ist schon erschreckend, wie oft wir das erleben, dass Dienste, äußere Anzeichen des Erfolges oder des scheinbaren Erfolges irgendwie nehmen, als eine Annahme, als eine Einstellung, ja, weil diese Erfolge da sind, weil die Zahlen stimmen, das ist auch der Beweis, dass dieser Dienst vor Gott angenehm ist und dass sozusagen seine Bestätigung auf ihrem Lebensstil und auf ihrem Charakter ist. Und das ist ein riesiger Irrtum. Und obwohl es so viele Beispiele in der Schrift gibt, die uns zeigen, dass wir so nicht urteilen können, und es gibt in der Kirchengeschichte, auch in der pfingstlich-charismatischen Bewegung, so viele Beispiele, wo Menschen genau diesem Irrtum verfallen sind und wo Leute in einer Selbstsicherheit ihren Dienst gemacht haben und wo Ungerechtigkeit da war, sexuelle Unreinheit, Drogensucht, Alkohol oder Missbrauch von Finanzen, Missbrauch, geistlicher Missbrauch in der Leiterschaft und so weiter. Aber man beruft sich darauf, ja, Gott ist ja da, Gott tut Wunder, die Zahlen sind da, die Massen kommen, das große Gebäude oder die vielen Klickzahlen bei YouTube oder so etwas.
Das sind alles Kriterien, die nicht tauglich sind, um einen Dienst zu beurteilen. Und wir sollen uns auf solche äußerlichen Dinge niemals verlassen. Worauf es Gott ankommt, ist Recht und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, sein Wesen, Demut und Sanftmut. Das ist, worum es ihm geht. Und das sind die einzigen Kriterien, an denen ein Dienst gemessen werden kann. Noch einmal zu Amos: Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Das ist Amos 5, Vers 15. Da sehen wir, das ist, worum es Gott geht, das Böse zu hassen. Weil wenn wir das Böse hassen, dann werden wir das Böse nicht tolerieren und wir werden es meiden in unserem eigenen Leben und wir werden es auch herausbekommen in der Gemeinde. So wie es heißt von der Gemeinde von Ephesus, und Jesus lobt sie dafür, sie konnten die Bösen nicht ertragen. Sie waren nicht bereit, die Bösen zu ertragen. Das sind die, die eben auf das Äußerliche schauen und die in Sünde leben und in Sünde leben wollen und bleiben wollen und die sich nicht darum kümmern, dass es ihre Verpflichtung und ihre Aufgabe ist, der Heiligung nachzugehen, sondern sie berufen sich auf äußerliche Dinge. Also, das war der Vorwurf, den Gott gegenüber Amos, gegenüber Israel macht im Buch Amos. Hasst das Böse, liebt das Gute, ist seine Antwort. Und das ist doch dasselbe, was wir im Neuen Testament auch haben. Römer 12, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt oder unverfälscht. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Wenn Abscheu und Hass auf das Böse nicht kombiniert ist mit unserer Liebe, Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen, dann ist diese Liebe geheuchelt. Sie ist nicht echt, sie ist verfälscht. So hier sehen wir, worum es Gott wirklich geht. Ja? Wir sind Nachfolger Jesu und es geht um Wahrheit und Gerechtigkeit. Und weder in unserem eigenen Leben noch im Leben der Menschen um uns herum in der Gemeinde können wir Ungerechtigkeit tolerieren. Und wenn wir sehen, wie Leiter dann das Versagen und den Fall und das Böse im Leben von ihren Kollegen decken und nicht wollen, dass alles ans Licht kommt, weil es mehr der Schein ist, der gewahrt werden soll, als das Echte, das hervorkommen soll. Das ist Gott ein Gräuel, das ist nicht in Ordnung. Wir können nicht Sünde vertuschen und verharmlosen. Paulus gibt klare Anweisungen seinem geistlichen Sohn Timotheus, den er dort schickt im apostolischen Auftrag. Und er sagt ihm, wie mit Klagen gegen einen Ältesten, also geistliche Leiter, vorzugehen ist. Und er schärft ihm das ein, ja nicht nach persönlichen Befindlichkeiten, sich von persönlichen Befindlichkeiten leiten zu lassen. 1. Timotheus 5, 19 bis 21. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die der Sündigen weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Hier sehen wir, wie ein gerechtes Urteil nur möglich ist, wenn da keine Vorlieben sind, wenn wir nicht sagen, ach, der da gesündigt hat, das ist ja mein Freund oder mein geistlicher Vorgesetzter und deswegen muss ich hier ein bisschen anders vorgehen, als ich das normalerweise tun würde. Das ist etwas, was Gott ein Gräuel ist Sünde und Sünde muss behandelt werden und Sünde muss konfrontiert werden und sie kann nicht zugedeckt werden. Erst wenn Sünde behandelt ist, wenn Buße da ist, dann kommt die Liebe und deckt auch Sünden zu. Also Gott ist nicht korrupt und wir dürfen nicht korrupt sein. Und gerade im Umgang mit Sünde wird deutlich, wo unser Herz ist. Und oft geht es mehr um den Dienst und den guten Namen oder irgendwie irgendwas zu retten, als um wirklich schonungslos aufzuklären und Licht reinzubringen in die Sache und dort zur Buße zu rufen. Und diese Aufrichtigkeit, die können wir nur auf eine Art und Weise lernen,
wenn wir den Gott kennenlernen, der die Herzen prüft, das ist, wovon Paulus redet. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 4. Der Gott, der die Herzen prüft, den müssen wir kennenlernen. Jesus sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das ist eine ganz zentrale, wichtige Eigenschaft Gottes, die wir kennen müssen, die wir erleben müssen, damit wir auf Spur bleiben, damit wir es lernen, unser Herz zu bewahren. Und wir müssen diesen Gott kennenlernen, der überführt und züchtigt, uns zurechtbringt, uns erzieht. Und da ist diese große Liebe Gottes da, die Güte, von der Paulus spricht, die kombiniert ist mit der Strenge. Gott lässt nicht alle Fünfe gerade sein, sondern er will klar richten und will uns zur Buße bringen und will, dass wir dort nicht irgendwie unsere Sünde verharmlosen, vertuschen oder irgendwie unter den Teppich kehren. Lesen wir noch eine Stelle, wo das Herz Jesu für diese Wahrheit und für diese Gerechtigkeit hervorkommt. Ich glaube, dass das ein Vers ist, der jetzt gerade besonders aktuell ist. Dort lesen wir in Offenbarung Kapitel 2 aus den Sendschreiben, was ja die einzigen Briefe sind, Originaltexte, die wir von Jesus haben. Offenbarung Kapitel 2, 20 bis 23. Aber ich habe gegen dich, sagt er dort zu der Gemeinde, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett. Und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, also diese geistliche Hurerei, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Und das ist, habe ich hier unterstrichen. Alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Und vielleicht ist dieses Aufdecken der Skandale im IHOP, nicht nur einer, mehrere, komplettes Leiterschaftsversagen. Und auch das, was vorher in der letzten Zeit in anderen Diensten passiert ist, vielleicht ist das der Anfang davon, dass der Herr dieses Gericht jetzt bringt und dass er eingreift und die Gemeinden werden erkennen, er ist der, der Herzen und Nieren erforscht. Lass uns einmal Malachi anschauen und da ist Gott, der kommt zur Gemeinde, der sich ankündigt, der kommt zu seinem Volk und ich glaube, das ist sehr, sehr aktuell. Malachi Kapitel 3, sieh, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir bereiten und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er wird euch beistehen bei seinem Erscheinen, denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold, wie Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben geben, in Gerechtigkeit, Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems angenehm, dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Wann werden die Opfergaben und die Anbetungsgottesdienste dem Herrn wohlgefällig sein? Wenn dieses Werk der Reinigung vollzogen ist und Gott wird kommen und er wird die Braut reinigen von geistlichem Missbrauch, von Unreinheit, Kämpfen und das eigene Reich aufbauen, kämpfen um die eigene Ehre und all diese Dinge, die dem Herrn missfallen, die einfach ein Anstoß sind für Gott und wo wir nicht echt sind, wo wir mit den Lippen sagen, ja, alles für das Reich Gottes und geheiligt sei der Herr. Und in Wirklichkeit geht es uns um uns selbst, um unseren Namen und um unsere Dienste, um unsere
Reiche, die wir so selber bauen. Und Gott wird kommen, wir werden den heiligen Gott kennenlernen, den Gott, der die Herzen prüft. Und viele Dinge werden einstürzen, vieles, was Rang und Namen hat. Ich glaube nicht, dass das mit IHOP jetzt das Ende der Fahnenstange ist. Die haben wir noch lange nicht erreicht, das Ende. Da wird noch viel, viel mehr kommen. Und vieles, was auf Menschenweisheit und auf Menschenehre und Ansehen und Einfluss und Macht gegründet ist, wird zusammenstürzen. Gott wird kommen und er wird die Gemeinde reinigen. Und wenn das so ist, und wenn sowieso für unser persönliches Leben sowieso wir alle diesen Termin haben, wo alles ans Licht kommt, wo alle Taten, alle Werke, alle Herzenshaltungen offenbar werden und gerichtet werden, das ist der Richterstuhl Christi, wenn es diesen Termin sowieso gibt, dann wäre doch das Allerklügste, dass wir sagen, Herr, jetzt, komm jetzt, überführe, bring mich ins Licht, damit wir die restliche Zeit dann noch wirklich für ihn und wirklich für seine Ehre leben können. Und dann werden wir, wenn wir das verstehen, dass wir sowieso nicht entkommen können. Wir können uns was vormachen, wir können anderen was vormachen, wir können prächtige Dinge irgendwie da tun und etwas darstellen, was wir gar nicht sind. Aber schlussendlich wird die Wahrheit ans Licht kommen. Und wenn das so ist, das wäre doch das Allerbeste. Ja, dann jetzt. Wenn dieser Termin sowieso nicht zu verhindern ist, dann doch lieber jetzt. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir solche Gebete beten. Psalm 43, 3 bis 4. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Und ich werde dich preisen auf der Zither, Gott, mein Gott. Oder hier Psalm 139, Vers 23, 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das sind doch wunderbare Gebete, mit denen wir das Licht Gottes einladen, mit dem wir uns ihm stellen. Und diese Gebete werden erhört werden. Und er wird unser Herz offenbaren, uns selber. Das Wort wird ein Schwert gehen durch unser Herz und das Wort wird ein Richter sein der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Die richtigen Verhaltensweisen reichen nicht aus. Es muss das richtige Herz dazukommen. Gott sieht das Herz an. Und diesen Gott, der die Herzen prüft, den müssen wir kennenlernen. So, lass uns zum Abschluss wirklich auf unser Herz achten, lass uns beten für die, die jetzt betroffen sind, gerade in diesem Konflikt in IHOP, da geht es jetzt drunter und drüber und wir sehen wieder, oder wir können vermuten, wie da im inneren Leitungskreis heftige Machtkämpfe ausgefochten werden und wo es um die Wahrheit geht oder um die Ehre und um die Größe oder um das Fortbestehen des Werkes und führende Leiter sind schon gegangen, sind schon von Bord gegangen. Und es werden sicherlich noch andere folgen. Und ich glaube, an der Art und Weise, wie jetzt aufgeräumt wird, wie wirklich die Wahrheit gesucht wird und bekannt gemacht wird und ans Licht gebracht wird, davon wird auch abhängen, ob IHOP überhaupt weiter besteht oder ob Gott sich das erlaubt, dieses ganze Ding, was von ihm war, was ein großer Segen war, von dem ich auch selber sehr viel profitiert habe, einfach zu Ende geht. Aber das heißt nicht, dass das Gebet zu Ende geht. Das heißt nicht, dass die Lehren, die wir gelernt haben, durch Mike Bickle und durch andere über Endzeit, solange sie mit dem Wort übereinstimmen, dass die jetzt alle irgendwie auf die Halde kommen und ignoriert werden müssen. Nein, nein, Gott hat gewirkt und Gott hat Wahrheiten gegeben. Und solange die auch in unserer Bibel zu finden sind, sollten wir die festhalten und nicht sagen, ja, Mann Gottes hat gesündigt und jetzt schmeiße ich alle Bücher weg und jetzt vergesse ich alles, was ich da gelernt habe. Nein, nein, alles das, was gut war und was Gott benutzt hat, was der Heilige Geist benutzt hat, das halten wir fest. Aber lass uns beten für Mike Bickle, vor allen Dingen für seine Familie, für seine Frau, von der interessanterweise man überhaupt nichts hört. Es gibt einige Stimmen, die kämpfen für Gerechtigkeit und sie sprechen von den Missbrauchsopfern, von den verschiedenen Frauen, die da involviert waren. Aber fast niemand redet von Diane, von der Frau von Mike Bickle. Und das ist doch, furchtbar, was da passiert ist. Lass uns beten, dass der Herr tröstet, dass der Herr Heilung schenkt, dass der Herr Wiederherstellung schenkt. Und
dass die Dinge in seine Ordnung kommen. Und vor allen Dingen wollen wir nicht mit dem Finger zeigen, sondern wollen sagen, Herr, wir sind dran. Sende du dein Licht, überführe du, stelle uns ins Licht und lass uns verstehen, was du von uns willst. Öffne uns die Augen, dass wir dich kennenlernen als den Gott, der die Herzen prüft, der Gerechtigkeit und Recht liebt und aufrichten will in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unseren Diensten. Und wenn das geschehen ist, dann durch die Gemeinde, die die Wiederkunft Jesu herbeibringt, dann auch auf dieser Erde. Eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit lebt. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Mit aller Lüge, mit aller Korruption, mit aller Bosheit, mit aller Gewalt, mit aller List, mit aller Ausbeutung, mit aller Ungerechtigkeit wird einmal Schluss sein. Jesus wird kommen als König und er wird regieren, er wird die Nationen regieren. Und jetzt kommt er in die Gemeinde und richtet seinen Standard auf in der Gemeinde, um dann mit der Gemeinde zusammen zu regieren hier auf diesem Planeten. Und das geht es. Das ist die große Perspektive. Und es fängt damit an, dass wir uns diesem Gott stellen und sagen, Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und in diesem Sinne, alles Gute, Gottes Segen. Bedenkt diese Worte, das sind sehr, sehr ernste, wichtige, aber auch ermutigende Worte. Und lass uns dranbleiben und zu kämpfen dafür, für Wahrheit und für Gerechtigkeit, weil wir Nachfolger von Jesus sind. Danke fürs Zuschauen, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.